Freunde, heute haben wir das Thema Vergleichen, Messen, sich unter Druck setzen. Ja, ich erlebe es immer wieder, dass zu mir Coaches kommen, die in meine Beratung kommen und die kommen zu mir und bringen mir ein Bild mit. Ein Bild mit von einer Person und sagen, yes, so würde ich gern aussehen. Oder sie messen sich mit irgendjemand und sagen, ja, der geht in der Woche 4, 5 Mal in der Woche in Sport, macht da keine Ahnung, welche Arten Sportarten und ich möchte jetzt das Gleiche machen und zwar sofort. Ja, diese Maßnahmen, diese Motivation ist vielleicht ganz gut gemeint, nur die meisten, die sind nicht gut beraten, wenn sie sich ein Beispiel nehmen, das weit über dem liegt, was ihnen im Moment möglich ist zu leisten. Denn, gehen wir jetzt mal von meinem Beispiel aus, ich hatte einen 45-jährigen Geschäftsinhaber, seit 20 Jahren sportlich inaktiv, bei 1,78 Meter, 1,79 Meter, 117 Kilo und ja, kam zu mir und sagt, Andreas, ich brauche dich jetzt für das nächste halbe Jahr 6 Monate. Ich sage, ja, gut, was hast du vor? Du, pass auf, erstes Mal möchte ich im nächsten Vierteljahr einen Halbmarathon laufen. Zweitens möchte ich bei 2 Tough Mudder mitmachen in den nächsten 12 Wochen. Okay, warum? Ja, mein Kollege macht da mit, der macht schon oft mit, der ist gut und der hat mich motiviert, endlich mitzumachen. Und ich möchte mindestens so gut abschneiden wie er. Okay. Und ich habe natürlich gefragt, ja, wie lange macht er das jetzt schon? Ja, der mache ich schon seit 7, 8 Jahren. Okay. Und du hast also jetzt vor, jetzt im nächsten Vierteljahr an einem Halbmarathon und an 2 Tough Mudder mitzumachen. Und du hast seit wie vielen Jahren keinen Sport mehr gemacht? Oh, ich glaube, seit über 10 Jahren nicht mehr. Und ich sage, und wann hast du das letzte Mal 80 Kilo gewogen? Oh, das liegt aber auch schon über 15 Jahre zurück. Gut, und jetzt kam natürlich die Ansage von meiner Seite aus, und sage, lieber guter Mann, das wird so nicht, ah, das kann nicht sein, das kann nicht erreichen. Ja, wir haben uns dann gütig geeinigt, dass wir das Ganze rausschieben auf ein ganzes Jahr. Denn wenn ich dieses Vorhaben hätte unterstützt, sagt, boah, das machen wir, wir reißen jetzt alles kaputt und du trainierst ab sofort 6 Mal die Woche, du kriegst eine Radikaldiät, dass du so schnell wie möglich deine fast 40 Kilo abnehmen, denn 80 Kilo war sein Ziel, denn mit 80 Kilo lässt sich dann auch einen guten Halbmarathon laufen und lässt sich dann auch gut bei Tough Mudder mitmachen und natürlich auch ja, ein gutes Ergebnis einfahren. Natürlich nicht so wie sein Kollege, der das schon seit 6, 7, 8 Jahren macht, sicherlich nicht, aber ein gutes Ergebnis. Deswegen ist es ganz gut, wenn man. Ja, ich bin ein Freund von realistischen Erwartungen, realistischen Forderungen, denn das ist für mich eine Grundvoraussetzung für langfristigen Erfolg, wenn wir uns realistische Forderungen stellen. Ich habe mich darauf als Personal Trainer, Ernährungsberater nicht eingelassen zu sagen, wir machen es im halben Jahr und im Vierteljahr wirst du schon einen Halbmarathon laufen, weil es Unsinn ist und weil diese Menschen sich in der Regel komplett verheizen. Warum verheizen? Denn ja, es gibt Menschen, wie er auch, er ist sehr kopfstark, wenn er sich dessen Kopf gesetzt hat, dann würde er alles drauflegen, alles draufgeben, dieses Ziel auch zu erreichen. Nur die Frage ist, macht sein Körper das überhaupt mit? Wie schaut es aus, wenn er jetzt von 0 auf 100 direkt anfängt, joggen zu gehen, seine Gelenken? Wie sieht es aus mit dem gesamten System? Macht das sein System überhaupt mit? Und da bin ich mir sicher, dass es zu Problemen geführt hätte und da möchte ich dafür nicht verantwortlich sein. Deswegen ist es auch meine Verantwortung, solchen Menschen natürlich realistischen Ziel aufzuzeigen, was können wir erreichen, was können wir machen, was ist möglich und natürlich dann auch einen Zeitplan aufzustellen. Das haben wir jetzt gemacht und das hat auch Sinn gemacht, denn er ist jetzt schon über ein halbes Jahr bei mir in Betreuung, hat schon im halben Jahr über
yes, 20 Kilo abgenommen, läuft richtig gut und seine Ausdauereinheiten sind klasse geworden. Er wird definitiv nach 8 bis 9 Monaten einen Halbmarathon laufen, und zwar einen gesunden Halbmarathon, genauso wie er jetzt nach einem Dreivierteljahr bis ein Jahr hat er sich angemeldet. Irgendwann jetzt im Mai hat er seinen ersten Tough Mudder und den wird er auch gut bestreiten können mit einer guten Leistung. Was ich euch damit sagen möchte anhand von diesem Beispiel, setzt euch nicht so stark unter Druck. Versucht mal, wenn ihr jemanden braucht, wo euch als Konkurrent dient, dann nicht gleich sowas rauszusuchen, was mit der Realität überhaupt nicht vereinbar ist. Denn was will er sich mit jemandem messen, der 8 Jahre lang schon diesen Sport macht, regelmäßig schon Sport macht, an mehreren sogar Marathons teilgenommen hat, immer wieder an Tough Mudder, an Spartaner Races teilnimmt? Warum will er sich mit so jemandem messen? Das macht keinen Sinn, er wird nur enttäuscht sein. Und er wird vielleicht dafür sorgen, dass er letztendlich versagt und dann sagt, ich habe gar keinen Bock mehr, diesen Sport überhaupt noch zu machen. Denn solche Ansagen, solche Forderungen, die hinterlassen oftmals auch verbrannte Erde. Deswegen, Zielsetzung, ja, darf auch gern ein bisschen höher sein, darf auch gern motivierend sein, aber nicht völlig übertrieben. Denn völlig übertriebene Zielsetzungen, Dinge sich vorzunehmen, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, von vornherein gesundheitsschädlich sind, die machen so keinen Sinn. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzt, sucht euch einen guten Berater zu eurer Seite, sei es jemand, also ich habe persönlich mit Marathon nichts zu tun. Ich habe ihn natürlich auch zu einem Marathontrainer geschickt, der ihn speziell für einen Marathon vorbereitet. Ich war nur zuständig oder bin zuständig für seine Ernährung und bin zuständig für sein Kraftausdauertraining, dafür zuständig, dass seine Gesamtsituation sich verbessert, dass seine Rückenmuskulatur gestärkt wird, seine Beckenboden, dass keine Dysbalance entsteht. Das ist meine Arbeit und natürlich auch bin ich bei ihm dafür zuständig, eben das Ganze sauber zu strukturieren und ihn natürlich auch als Motivationstrainer zu unterstützen. Das ist meine Arbeit und da haben wir echt einen super Weg gefunden. Deswegen auch für euch, sucht euch einen guten Berater, sucht euch nicht einen Berater, der einfach nur Ja und Amen sagt, sondern jemand, der natürlich auch langfristig mit euch plant und ja, dafür sorgt, dass ihr gesund an euer Ziel kommt. Deswegen sucht euch immer Vorbilder raus, Leitbilder raus, wo ihr sagt, das ist im Rahmen, das ist gesund, das ist realistisch, dorthin zu kommen. Das wird dafür sorgen, dass ihr dauerhaft motiviert bleibt, denn wenn ihr euch was raussucht, wo ganz weit weg ist von dem, was ihr erreichen könnt, und ihr spürt immer mehr, dass ihr das nicht erreichen könnt, weil das Ziel viel zu hoch gesetzt ist, dann leidet immer die Motivation drunter und dann habt ihr auch letztendlich keine Erfolgserlebnisse. Und wenn ihr keine Erfolgserlebnisse habt, dann wird dauerhaft die Motivation in den Keller stürzen. Und dann kann es dazu führen, dass ihr irgendwann die Lust an dem Ganzen verliert, die Lust am Vorhaben verliert und dann habt ihr eine Chance verpasst, langfristig in eure Gesundheit zu investieren. Deswegen, das ist meine persönliche Erfahrung in den letzten 30 Jahren, dass wenn ihr euch Leitbilder, Vorbilder sucht, wenn ihr euch Ziele setzt, setzt euch machbare, umsetzbare Ziele. Guckt, dass das, was ihr euch vorgenommen habt, zu allem anderen auch passt, was ihr sonst noch so macht. Und dann bin ich mir 100% sicher, dass ihr Erfolg haben werdet. Und zwar langfristigen Erfolg. Und das ist ja das, was wir wollen. So, ihr Lieben, das war's heute zum Thema. Sucht dir Vorbilder, aber sucht dir realistische Vorbilder und steckt dir Ziele, die erreichbar sind. So. Das war's, Freunde. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr sagt, der Mann ist gut, dann würde ich gern mal näher kennenlernen. Da geht mal unten rein, unten findet ihr einen Link und da müsst ihr einfach draufklicken. Und dann habt ihr eine ganz große Chance, dass wir demnächst eine Stunde kostenfreies Gespräch haben, um rauszustellen, ob du und ich, ob wir beide zusammenpassen, ob wir zusammenarbeiten können. Bis dann, mach's gut, ciao, bye bye und ganz viel Erfolg bei allem, was du tust.